Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Callisto Protokoll. Scheiße. Okay. Oh. Okay. Elias, können die uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wie der Aufzug da hinten. Bleib einfach außer Sichtweite, dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Bleib außer Sichtweite. Alle Systeme nominal. Komm ich nur vorbei ohne Waffensysteme online. Oh, Alter, ey. Sie dürfen mich nicht sehen. Ach nee, mach Dinger. Bericht. Keine Aktivitäten gefunden. Doch nicht so leer, du Idiot! Gut, der läuft weiter. Schön unten bleiben. Weiterlaufen, du Arschloch. Gucken wir erst nochmal dahin. Ne? Persönliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole, sieht das aus, erste als wäre Mal hier getroffen. Sicher. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Nämlich. Da blinkt irgendwas. Könnte nützlich sein. Okay. Ist das wieder so eine Kiste, wo man aufmachen kann? Geil. What? What the fuck?
verarschen? Da vorne geht's irgendwie hoch, wenn ich das sehe. Das? Ah ja, okay. Wir müssen also Sicherung aus einer Tür raus, dass ich in die andere reinkomme. Alles klar, okay. Och nee, oder? Läuft immer richtig nice. Danke. Oh, ihr Männer. Was ist das? Lockdown! Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich da wieder durch dieses komische Ding noch muss. Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. Die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Ja, ich bin ja schon dabei, Mama. Kein Stress hier, Moni. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Du hast wieder einen Luftschacht. Überwachungsraum. Jacob, hast du was gefunden? Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker auf. Elektroschocker, ja. Aber die Dinger haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Ja, da bin ich aber gespannt, wie das Ding abgeht. Dazu. Du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar. Bis dann. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe, aber ist mir scheißegal. What the fuck? Alter! What the
ey. Scheiße. Fickt euch doch. Überall liegt die kaputte Bombe, ey. Oh, ihr Leid, ey. Was geht mit euch ab, ey? Das hört sich nix und oh. Da geht anscheinend nix, ne? Ne. Sieht man nichts. Fast geschafft. Oh. Geil. Ja, meine Energie, die hinter dem Kopf ist nicht gerade die beste, aber wir warten jetzt mal ab. Jetzt sollte ich vielleicht nochmal so ein komisches Ding da nehmen. Dieser neue Warden. Weiß nicht, was ich von dem halte. Hat den Black Iron in wenigen Monaten mehr verändert als in Jahrzehnten. Trotzdem. Was immer da auch vorgeht. Da waren wir doch schon, oder? Ich muss nur bereit sein. Haben wir noch nicht, ja, genau. Schauen wir noch weiter. Zum Teufel bist du hier reingekommen. Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja und dann geht hier alles in den Arm. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan? Hm? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich nehmen? Das ist mein Grund, du kannst es haben.
So, ich würde mal sagen, jetzt sind wir los, ne? Aber... Ich bin durch. Und Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Okay. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Mal gucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen oder verpassen oder sonst irgendwas. Da ist nichts. Und wie soll es doch wieder schön weitergehen? Oh, Frage beantwortet, danke. Allein! Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie, für diese traditionsreiche Institution. Also ich glaube, der ist out of order, der Kerl. Arschloch! Noch gar nichts. Du musst es wohl da hinten durchgehen, ne? Ja. Komm schon! Ernsthaft! Was soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Du hast was von einem Plan erzählt. Machen wir keinen Stress hier. Ist doch nicht, dass ich gerade am Eis sammeln bin. Hey, Alter, mach keinen Stress hier. Siehst du nicht? Hier gibt's was Schönes zum Looten. Was ist denn für ein Scheiß? Volles Leben. Aha. Nein! Du Idiot! Da war noch was gelegen. Aber das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Hallo mal, da war doch noch was. Ich will mal gucken. Guck mal da hin, was da alles gibt hier, ey. So. Jetzt können wir. Was hat er gesagt? Ich soll mir eine Waffe drucken? Das ist ja toll. Und wo macht man das? Cool.
Revolvermunition. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Mal probieren, bitte an den Fassungskator wenden. Cool, Mann. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuhe? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Noch mal gucken, dass wir irgendwas sehen haben. Wie funktioniert es mit der Knarre? Ah ja, okay. Alles klar. Dachte ich mir. Sieht aus, als würde sie infizieren und in diese Bestien verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge dann den Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Was ist Scheiß? Hier bei Aliens oder was? Kommt nix raus. Ja, man kann die Dinger freck machen, aber anscheinend nichts mehr raus, okay. Gar nichts. Oh je. Schleich dich von hinten an. Geil. Der läuft ohne Kopf weiter? Willst du mich verarschen? Muni, danke. Wollen wir mal da gucken? Keine Ahnung. So, mal da gucken.
Da ist was. Jawohl. Vielen Dank. Ich weiß nicht, da hinten war auch noch ein Raum, ne? Gehen wir mal da gucken. Ich will erst einmal da hinten gucken. Weil, ich will ja nichts verpassen oder sowas, ne? Da hinten, ne? Oh, das ist eine Scheibe. Oh oh. Oh, ich glaube, der ist out of order. Wieder zwei von denen ab. Du kannst also erst draufbrücheln und dann den Kerl noch abschießen. Das ist ja mal richtig geil. Ja, und was mache ich jetzt hier? Da hinten war doch eine Tür. Was ist mit der? Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Such in der Umgebung nach toten Wärtern. Da hinten war doch einer gleich bei dem Keller. Hab einen! Schneid mit der Klinge das Implantat. Moment, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, dich zu verändern. Und jetzt? Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Zurück. Ich muss die Tür verschließen. Hört mich jemand? Ja, Officer Chang. Selbstdiagnose initiiert. Wang Tuo? Wo sind Sie? So Jungs, ich würde sagen, wir machen hier jetzt wieder einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part hier. Also es ist ja richtig lustig, das Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao mit V und bis zum nächsten Mal.